Ja, guten Morgen zur nächsten Etappe auf dem Werra-Burgensteig. Also ich begrüße euch, wie gesagt, heute aus Fachdorf und nicht aus Thema. Angeblich war da ja nicht gebucht, beziehungsweise war überbucht, doppelt gebucht, keine Ahnung. Da musste ich halt gestern mit dem Zug bis nach hierhin fahren. Das war eine Station. Ja, ich hatte hier dann ein Hotel noch gefunden, beziehungsweise war ja bei der Touristeninformation, die hatten dann für mich hier noch ein Hotel gefunden. Da hat mich jetzt Übernachtung, Frühstück 51 Euro gekostet. Ist okay. Hauptsache, ich habe ein Zimmer. Oder Zelt oder sonstige Übernachtungsausrüstung habe ich nicht dabei diesmal, weil wie gesagt geplant waren alles Pension. Ja, aber ich habe beschlossen, ich werde jetzt nicht nochmal die Station zurückfahren, weil ich heute eh eine recht lange Tour habe. Also ich hätte sonst mindestens 34 Kilometer vor der Brust gehabt. So circa 8 Kilometer spare ich mir jetzt durch die Aktion. Und dafür fahre ich nicht nochmal mit dem Zug zurück. Ich glaube auch nicht, dass ich allzu viel verpassen würde heute. Ja, ich muss aber auch jetzt zuerst wieder zum Bahnhof zurückgehen. Und da ist dann der weitere Einstieg. Heute geht es dann nach Meiningen. Ich hoffe mal, dass da alles klappt mit der Pension. Aber Meiningen ist auch ein bisschen größer, da habe ich jetzt nicht so die Bedenken. Selbst wenn da die Reservierung jetzt auch nicht passen würde, huch, Navi verloren. Auch selbst wenn da die Reservierung nicht passen würde, wäre egal, da würde ich auf jeden Fall irgendwie ein Zimmer kriegen. Ja, ich würde sagen, ich mache mich auf die Socken und wir sehen uns unterwegs. Ja, da unten liegt nun das Örtchen Fachdorf mit dem Hotel, wo ich heute Nacht geschlafen habe. Da ist das Hotel. Hotel zur Werra. Ja, anhand der Schlangenlinien, die da diese Bäume machen, unten im Tal, kann man natürlich auch sehen, wie da unten im Tal die Werra verläuft. Weil das ist genau der Flussverlauf, wenn ich das richtig sehe von hier aus. Ja, so oder ähnlich habe ich mir schon den Werra-Burgensteig vorgestellt. Also man geht hier oben am Hang entlang und blickt schön ins Werratal. Ja, bin mal gespannt, ob sich das Wetter hält. Ist recht bewölkt heute. Die Wolken hängen auch tief. Ja, mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, ich habe hier eine super tolle Hütte zum Pause machen am Weg gefunden. Hier könnte man theoretisch auch gut drin übernachten. Aber ich denke mal, ihr hört es auch auf der Kamera. Die Autobahn ist nicht allzu weit weg. Man, okay, jetzt haben wir es tagsüber. Ich weiß ja nicht, wie viel hier nachts an der Autobahn los ist. Vielleicht ist es ja nachts wesentlich ruhiger. Weil anbieten würde sich die Hütte. Ich habe hier gerade einen Tee gekocht, aber ich mache mich jetzt mal wieder auf den Weg. Ja, immer wieder schön, wenn man aus dem Wald heraustritt und dann ins Tal reinschauen kann. Das macht Spaß. Ja, krass.
Ich habe gerade mal auf der Karte geguckt, was das hier für eine Burg ist. Und es ist tatsächlich eine Burg, aber weil ich hatte mich schon gewundert, warum da so ein Betonzaun drumherum ist und Maschendrahtzaun. Das ist eine Justizvollzugsanstalt. Hier kurz vor Meining wird der Weg noch mal wild. Da wird es hier richtig eng. Die Zecken lassen grüßen. Ja, und hier oberhalb von Meining ist die Ruine Donops-Kuppe. Und von hier aus hat man auch eine wunderbare Aussicht über die Stadt und auch über zum Schloss Meining. Aber das kann ich mir alles morgen in Ruhe anschauen, weil morgen habe ich einen Tag Pause.